Hallo und herzlich willkommen zum Silvester-Special, würde ich sagen. Zum großen NRG-Silvester-Special. Und yay, ich habe mir was Aufregendes gleich in Chasse-Course ausgedacht, was wir da machen können. Na gut, Chasse-Course 3 soll ja fast eben im Namen sein. Ja, eigentlich schon. Man ja. Merkt auch, dezent nicht durchgesuchtet das Spiel. Geowned. Geowned. Und ziemlich schon geowned. Also das hier unten ist nicht schwer, das sind nur noch Siedlungen übrig. Und hier oben hast du fast nur so kleine Vorposten hier. Nur auch die zwei hier oben werden spucken schwer, weil da richtige Basen sind. Mhm. Okay. Vor allen Dingen, ich habe jetzt erst den dritten Akt angekommen, habe jetzt auch die Mission schon frei quasi, um den Schutz von der Kommandeursbasis oben auszuschalten. Dafür musst du, glaube ich, hier bestimmt vier Gebiete. Die ganze Welt dreht sich um mich. Oh, aber wir wollen mal nicht so viel. Aber ja, was soll es in diesem Special gehen? Wir wollen mal ein bisschen was sagen, was uns im Jahr bewegt hat und sowas. So, aber ich würde sagen, bevor wir damit anfangen, kann ich eine kleine Neuerung zeigen, die es jetzt nicht in Chasse-Course gibt. Man kann Knöpfe drücken. Nein. Den kennt man ja, man kann das. Ich habe schon weit gespielt, deswegen habe ich 6 Verbindungen mit meinem Grappling Hook. 6 Verbindungen, okay. Und man kann die jetzt einziehen, die Verbindungen. Okay. Oh. Ja, nice. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich hoffe, ich mache ihn jetzt nicht kaputt, den das super gut wert. Okay. Ja, so viel dazu. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Schnellreise. Ich weiß auch nicht, warum das ist, dieses übertriebene Chasse-Course-Ding, warum das Ding brennt, das ist nur aus Holz. Verdammt, ich hätte es vielleicht schon positionieren sollen. Maybe. Nee, weil ich wollte was ultra cooles halt machen. Und dann können wir mal ein bisschen drüber reden, was, keine Ahnung. Was hat uns dieses Jahr bewegt? Jetzt haben wir ja schon fast 50 Abonnenten, jetzt mit 47 jetzt am Aufnahmezeitpunkt. Ja. Also wir haben uns ganz schön gesteigert. Ja. Und an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön für alle, die immer wieder reinschalten. Mhm, auf jeden Fall. Also wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt unbegrenzt hier reisen kann, dass, wenn man die Schreine in einem Gebiet sammelt, komplett hast du dort einfach mal kostenloses Reisen. Sonst okay. Brauchst du immer eine Fackel dafür. Am Anfang hast du nur eine. Du hast ja hier diese Mods in dem Teil, wo du diese Missionen machst. Wie zum Beispiel hier Sprengmissionen, da hast du hier oben, siehst ja, wie viel ich habe, das kostet. Und dann kannst du das dann halt aktivieren, wie Granaten explodieren, sobald sie irgendetwas treffen. Habe ich zum Beispiel, oder halt okay. Kapazität erhöht. Wie man merkt, habe ich noch nicht so viel gemacht. Hier habe ich am meisten. Da werden wir uns schon mit befestigt. Schon beschäftigt. Befester. Damit werden wir uns befester. Am Anfang habe ich mich auch ein bisschen doof angestellt, weil du hast ja jetzt auch diesen, ach, das ist auch, was du mit Mod freischätzt, was in dem Vorteil auch noch nicht gab, das ist richtig geil. Ich erzähle ein bisschen das Code, bevor wir, glaube ich, weitermachen. Ja, mach das mal. Du kannst jetzt auch mit, das ist Einziehen freischalten, dass du quasi dich weiterziehst, deswegen, ich dachte am Anfang halt, warum lässt sich das so beschissen spielen, du kommst nicht mehr so gut vorwärts mit dem Grappling Hook wie im zweiten Teil, aber es hat auch noch einen anderen Grund, den ich dann erst später rausgekriegt habe, wie das funktioniert, weil dafür musst du dich quasi ein bisschen gut anstellen. Bisschen vorsichtig. What the fuck? Ich weiß nicht. Reicht das schon aus? Ich würde sagen, dann lassen wir einfach mal Rico zeigen. So war das Jahr für uns. Das ist das Aufregendste. Es ging wirklich sehr, sehr schnell rum, muss ich sagen. Fällt mir gerade so auf, wenn ich das jetzt so sehe. Vor allen Dingen, ich finde, das ist auch das Passendste, was man Chasse-Course zeigen kann. Einfach mal die beschissene Seifenkiste nehmen und einfach mal mit der Seifenkiste hier runterdabbeln. Bam, 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 bam. Die hat keine Motor, also das ist nur ein bisschen, du hast echt nur ganz langsam, du hast ja gesehen, dass sie ganz langsam nur angefahren ist. Also wenn das bergauf geht, kannst du das vergessen. Also das ist alles mir, deswegen ist das kein Problem. Ich habe es gefallen, dass ich das Ding gefunden habe. Die Seifenkiste. Ja, auf jeden Fall. Ah, jetzt weiß ich nicht mehr, wo Thor's Hammer ist. Schade, sonst hätte ich euch Thor's Hammer gezeigt. Er steht halt da rum. Den kriegst du halt nicht, aber er steht dort halt. Okay. Ja, also es gab ja schon im letzten Teil ziemlich viele Anspielungen. Ich finde aber irgendwie ein bisschen weniger, oder ich bin einfach zu blöd, diesen mal zu finden. Weil ich habe Thor's Hammer und das Ding hier gefunden. So, beim ich bin schon dreimal gefahren mit dem Ding. Also, ne, zweimal, weil das ist das dritte Mal. Da bin ich erstmal links und das zweite bin ich rechts lang.
Man sieht jetzt auch, mein Highscore ist 2,3 Kilometer. 2,3 Kilometer. Ui. Ja, weil ich finde die Strecke ist schöner, weil das ist ein bisschen ländlich. Ich muss sagen, Medici ist echt sehr schön. Ich finde oben die Insel ist ein bisschen leer, weil da gibt es kaum Städte drauf. Aber ich finde das Vertikal-Gameplay wirklich diesmal geil, weil du hast wirklich diesmal mehr, wirklich diesen Grappling Hook zu nutzen. Oh mein Gott, da ist ja eine Schanze. Wow. Oh, jawohl. Es geht sehr weiter. Nice. Wow, es geht. Oh, das wird ein neuer. Das wird ein neuer. Oh, oh nein, nein! Nein, nein, nein! Ja, das war's. Ja, das war natürlich jetzt so. Naja. Hey! Oh, hey! Der neue Rang. 220. Hier gibt's auch Bestliste. Gehen wir mal raus. In Leistungsscores würde ich sagen. Extremen Kopfschuss habe ich noch nicht. Präzise Arbeit bin ich zurzeit Platz 1. Mit 6 Kills. Finde ich gut. Kopfschuss-Kombo leider noch Platz 3. Also, es ist jetzt aber komplett PlayStation-übergreifend, ne? Also, ja, ist schon klar. Die das spielen halt. Klar. Hier bin ich weit hinten. Seilenkiller, tot von oben, volle Deckung. Man merkt schon, ich bin ziemlich weit, irgendwie fast sehr weit vorne immer. Meist gesucht auf Medici, mit Abstand. Ah, okay, ja. Das und hier, dezent getoppt beim Fallschirmklettern. Dezent. 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 Ja. Schleudertrauma. Ein Haufen Scheiß wieder. Ja. Ja, weil ohne das Ding hast du das ganz große Problem, dass du halt irgendwann mit dem. Merkst du jetzt schon, du kommst halt nicht mehr so gut voran. Jetzt verlierst du nämlich immer mehr an Geschwindigkeit. Und wenn du jetzt. Aber gut. Dafür gibt es ja dann später die Möglichkeit, weit nach vorne zu ziehen und dann Speed damit aufzunehmen. Aber ich habe nämlich rausgefunden, da es ja auch den hier gibt diesmal. Lol. Habe ich nämlich einen Trick rausgefunden. Jawohl, wie geil. Ja, okay. Gut, man muss es halt auch können. Ja, man muss es auch können, aber. Aber also ich habe es mir richtig geil vorgestellt. Also ich kann mir vorstellen, wie geil es hätte werden können. Genau, du kannst ja das denn hier einziehen, dann lässt du das los und dann fliegst du einfach weiter. Mhm. So hübsch. Ja, schon, ja. Auf jeden Fall. Dann lässt du los, dann fliegst du. Yay. Aber ich würde sagen, jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen mehr um Action. Ja, mal ein bisschen was zeigen. Aber ich würde sagen, dafür machen wir einen Rebellenabwurf einfach. Ein was? Ein Rebellenabwurf. Was es schon letztes Mal gab, bloß ist diesmal wieder mehr im ersten Teil. Du hast diesmal Zeit, die runtergeht. Du musst das nicht mit Geld kaufen. Das war ein bisschen nervig im zweiten. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, fangen wir hier doch mal leicht an. Sportwagen. Hier unten sind dann die Special-Waffen, die exotischen Waffen. Entdecke alle Gräber brauchst du dafür. Siehst du schon mal kurz, was es ist. Und jetzt kommen wir zu den HSV-Waffen. Also jedes Gebiet hat ein HSV-System. Das wäre das erste. Ich ziehe Luftklar kommt. Kriegst du dafür und fürs zweite kriegst du den Thunderbird. musst du halt wissen. Oh, das Ding ist halt. Du kannst damit nur Fahrzeuge zerstören, aber dafür Fahrzeuge mit einem Hieb, die komplett zerballern. Ist egal, was da kommt. Einmal drauf ist die EMP-Kacke, ist das Ding weg. Aber ich würde sagen, wir holen uns mal das Ding. Ich weiß nicht, ich bleib gerne bei Peacebringer, weil ich mag die Peacebringer und hier bin ich. Ach komm, wir nehmen mal eine Schrotflinte, oder? So. Wo holen wir es uns am besten? Oh, also. Wir können ja jetzt können wir nebenbei ein bisschen anfangen und so sagen, ja, ist so schön gewesen hier. Junge! Ja, muss ich schon sagen, also. Ist halt auch richtig geil zu sehen, wie die Leute halt jetzt, ja, beziehungsweise wie ihr jetzt auch euch die Videos anguckt und. Also ich finde, wir haben dieses Jahr einiges erreicht. Ja, haben wir auf jeden Fall. Wir haben richtig viel erreicht. Hallo? Ja. Ich muss sagen, das Spiel ist auch echt wie DayZ. In dem Sinne, es ist echt wie DayZ, muss ich sagen. Weil du hast das Spiel so oft zwischendrin, das ist einfach mal wieder so episch. Übrigens, das hier sind meine Haftminen, von denen hast du unendlich. Du kannst vier gleichzeitig platzieren. Und das Schöne ist, die haben jetzt Triebwerke schon drin. Achso, okay, die greifen dich quasi nicht an, auch wenn die Rabatz machst, oder was? Ja, das sind ja meine, das ist ja Gebiet. Das sind ja Rebellen. So. Die haben jetzt ein neues Ding, also
Das ist jetzt eine Mod. Die sind gesaved, also lange schon daneben, gehen die nicht mehr hoch. Jetzt sind sie scharf. Und jetzt haben sie schon die verbesserten Triebwerke. Und dann gibt es halt hier einen Partybus. Und dann heißt es, das brennt sehr lange in der Zwischenzeit, muss ich sagen, aber ja. Frohes Neues. Was aber auch immer wieder schön ist, ist... Oh. Nein! Nein! Kühe treten. Aber womit ich auch ultra viel Spaß gehabt, ist dieser Ragdoll-Effekt für die Kühe. Warte mal. Klang. Klang. What the fuck? Das Problem ist, ich weiß noch nicht, wie man die am besten wegkriegt. Deswegen mache ich mal komplett alle weg, indem du sie wieder nochmal machst. Jetzt ist das nämlich... Und jetzt lässt der auch los von dem Typen. Packen wir mal die Crew an und jetzt warten wir, dass jemand vorbeigefahren kommt. Oh, ich glaube, jetzt kommt keiner, oder? Doch. Jetzt lassen wir den fahren einfach. Und jetzt... Okay. Bangs! What the hell? Ich finde das so geil. Und wie reagiert er jetzt? Was macht er jetzt? Fährt er jetzt trotzdem weiter mit der Crew, oder was? LOL. Wir holen uns mal ein bisschen Neues. Bleib mal kurz stehen. Oh mein Gott, die Kuh ist auf dem Dach, ne? Wow. Ja. Au! Ich bin's doch, Rico, euer Nationalheld oder so. Ja, man sieht's, man sieht's. Was auch immer witzig ist, der probiert immer weiter wegzukommen. Ich zieh's einfach mal weiter ein, bis die reißen, die Seile. Hey! Das müsste reichen. Wie mies. Ja. So. Das ist auch ganz witzig. Ja, yeah, I guess, ja. Yeah. Und jetzt? Jetzt lassen wir mal ein bisschen dancen, die Karre. Ach, damit der Satz ist da festgebrannt. Schade. Es tut mir leid, Jungs. Es tut mir so leid. Alle Sprengsätze sind deponiert. Ups. Mach mal auf. Ups. Okay. Ah! Oh, what the fuck? What the fuck? Oh, den wollte ich gar nicht. Oh, warte mal. Gibt's wow! Einen? Wie geil. Ja, warte mal. Da. Jetzt gehen wir kurz hier rein, würde ich sagen. Aber wir lassen uns zu leicht ablenken. Ja, also ich muss sagen, ich fand das auch ganz geil, dass sich die Leute jetzt echt mehr mitmachen, dass wir jetzt echt eine feste Zuschauerschaft gewonnen haben. Und soll ich dir zeigen, was ich am liebsten mit Abonnenten mache? Wir sollten uns bei jedem Einzelnen von Ihnen bedanken. Genau das. Das war gescriptet. Nein, das hier. Bam, 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 bam. Oh mein Gott. Wo ist denn die Sonne? Wo ist der jetzt hin? Der ist weggeflogen. Bis er irgendwann explodiert. Ja, ist wie Iron Man. Perfekt. So. Ich guck mal, ob die Karre jetzt ein bisschen besser zündelt. Also ein bisschen besser fliegt. Wir probieren es einfach nochmal. Ja, ich schätze mal. Und jetzt geht's ab. Doch, jetzt. Wum, 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 wum. Das nenne ich einen Burnout, oder? Ja. Whee. Das würde ich auch am liebsten mal mit Abonnenten machen. Quasi bis zu dem Punkt. Ups. Entschuldigung. Und da stehen und chillen. Das Verhältnis aus Rauchentwicklung und Sprengkraft. LOL. Okay. Okay, Target clear, Chat kommt. Das ist jetzt die Befreiung. Ja, das ist die Befreiung. Wow! Hey Kumpel, was ist los? Das nenne ich mal eine Barrel Roll, oder? Unser so fährt doch weiter. Komm. Hey, das ist Rico! Das glaubt mir kein Mensch! Also ob das so gut ist, weiß ich schon noch. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich wollte dann eigentlich einen Punkt setzen. Karte. Ja, wir fahren irgendwo hin. Wow! Alter. War natürlich Absicht. Oh. Genauso sollte es sein. Irgend- okay. Guck mal, wer da wegfährt. Ich weiß leider nicht, wie man die Dinger am besten abkriegt, leider. Ich muss mal in die Steuerung gucken, ob man die irgendwo auf eine Taste schnell wegkriegt, die die Gurte. Das habe ich nämlich echt noch nicht probiert irgendwie. Zu Fu. Ja. Nee. Gibt's nicht. Irgendwie nicht, ne? Wow! So, jetzt ist es weg.
warte mal. Und los geht's. Ich geb dir mal Starthilfe, Junge. Ein Strier, okay. Lass mal losfahren. Tschüss! Das ist so mies eigentlich. Weil der voll die Kontrolle, oder? Ein Premium. Na ja, boah, er macht das ganz gut eigentlich. Ja. Oh. Der probiert immer noch wegzukommen. Ja. Weißt du was, wir allein. Wir erlösen mal, oder? Ich würde sagen, wir fliegen jetzt irgendwo hin. Dafür holen wir uns am besten einen Helikopter. Ist ja egal, was wir. Wir holen uns einfach den hier. Und die werfen wir dahin. Setzen uns. Nein. Ach, da müssen wir ein bisschen weg. Ist okay, dann machen wir das mal so. Okay. Junge! Was mit ihm eigentlich? Wer aber da steht. Jetzt ist er tot? Ich glaube, das ist Mokosan. Das habe ich mir aber auch gerade so gedacht, gell? Why? Das ist Mogo. Was macht er hier eigentlich? Keine Ahnung. Ich würde sagen, nicht mehr viel, würde ich schon meinen. Auf jeden Fall, was wollen wir nächstes Jahr erreichen? Was wollen wir nächstes Jahr erreichen? 1,6 Millionen Abonnenten. Ja, auf jeden Fall, die wollen wir erreichen. Natürlich auch alle auf jedem Video und so. Natürlich. Dementsprechend auch die Klicks und ja. Ja. Ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen. Aber die sind aber echt ganz cool. Wir sagen, gehen auch schnell rum und die Leute haben auch das neue geile Umstellung mehr auf diese Rollenspiele gut angenommen. Ja. Ja, das hat mich sehr überrascht. Muss ich sagen. Ich hätte gedacht, ich hätte da größere Probleme mit, aber nein. Ganz geil so. Es dürfte euch ja aufgefallen sein dieses Jahr, dass wir uns weit entfernt haben jetzt gerade, was DayZ und so angeht. Ja, weil DayZ jetzt zurzeit echt nicht so viel Gaudi hat. Die sagen, die Egoismus-Runde war immer wieder ganz witzig, aber... Ja, aber das wird halt wirklich... Das wird immer mal wieder kommen, aber... Ich versuche, halt. Dass ich sogar das neue Update so noch gespielt will, muss ich sagen, ne? Ja, ich meine, mal reingucken, aber... Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, wie geil. Ja, das ist wie geil, ist das denn? Würde ich sagen... Das dauert alles noch. Raus mit dem Heli. Brauchen wir nicht, um die Stadt einzunehmen. Oh, die Waffe ist mal wieder festgepackt an unserem Arm. Okay, sieht aber gut aus. Ja, sieht fast so aus, als wäre es gewollt, ne? Ja. Das sieht aus wie so ein, weißt schon. Wer sind die Dinger? Nunchucks, oder? Ja. So, ich würde sagen, dann nehmen wir mal hier die Stadt noch eine der Folge auf jeden Fall, bevor wir wieder weiter Unsinn machen. Ja, auf jeden Fall. Die virale Monitore. Das ist leicht, das ist, wenn es die gibt, machen wir die am besten immer zuerst. Ja, ich meine mit dem Haken, das ist doch eigentlich easy going. Wenn es einigermaßen drauf hat. Also, das ist ein Problem. Okay. Das war richtig knapp, Junge. Also, Olle. Frau, Fräulein, wunderlich. Fräulein Naseweiß. Fräulein Naseweiß. Lady Grey. Die suchen wir nochmal auf, der will ich noch ein Geschenk geben, Alter. Auf jeden Fall. Vor allem, wie ich immer auf die, wie ich schon mal drauf gewechselt habe. So, du bleibst mal hier, würde ich sagen. Okay. Der ist auch so dicke. So. Wir sagen, gehen wir hier rüber. So. Das müsste was ist denn los? Ich klebe doch nur hier ein bisschen Verschönerung an die Statue. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wie das so abgeht, ne? Na, wir hätten die Statue halt abgeht. Nein, ich meine insgesamt jetzt. Och, nicht jetzt schon. Verloren. Der Kampf und so. Bitte kommen. Da kommt wohl was von uns, hast du es gehört? Willkommen. Tschüss. Nächstes Mal etwas mit weniger Schnurrbart. Ja, das sieht doch aus. Das ist nur noch quasi die Schulter. Okay, die stehen da unten und wundern sich einfach nur. Ja. Was auch immer witzig ist, ist. Gib den Bastard. Oh. Jetzt liegt dran. Attackiere Zielpersonen. Alle Einheiten hierher. Warum denn jetzt nur so? Weil wir zu aufstrebend sind. Der hat Angst um seine Abonnenten oder was? Jetzt schickt uns das Militär am Arsch. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben es geschafft, oder? So. Ja. Das haben wir definitiv dann geschafft. So, für den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Junge. Oh. Ich habe gehört, du liebst deinen Freund. Dein Kumpel.
weg. Tschüss. Ich würde sagen, ich gehe erstmal in die Polizei. Was? Hä, hier ist noch ein? Ja, irgendwie. Ach, das kann ich jetzt eh nicht machen, weil mich halt gesucht, da geht das nicht. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Wow. Das war jetzt nicht unbedingt das beste Grund. Ach, Quark. Wo ist er denn? Der hat uns aufgeschissen, oder? Yes. Jo. Hier, kann ich nicht. Alle! Free Fall! Oh, der war nicht gut geworfen. Oh. Das. Oh, what the hell? Ich wollte gerade die verbrennen deinen ganzen Rock. Haben wir das dann doch anders probiert. Okay. Oh, wir haben keine Munition mehr. Gut, haben wir irgendwo mal hin so. Ach, wir kriegen keine Munition dafür. Oh, schade. Ich muss das so machen. Ja! Sehr gut, sehr gut. Ich würde sagen, dann starten. Das ist Northern Light Games Live. Ja, es ist aber wirklich das erste Mal irgendwie seit ich das Spiel, dass mir das passiert ist. Also es ist nicht so, dass es denkt, das ist sehr gut. Also so viel zum Einnehmen einer Stadt. Ja, gesehen, ja, also, so ja läuft das also, ungefähr, also läuft das ungefähr ab. Ich würde sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und mir auch. Mir hat das auch sehr gut gefallen. Also, ich finde das nicht in Ordnung. Square kann eh nichts. Das ist ja übrigens in Northern Light Games nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Und da sind die Zuschauer. Prost, Jungs! Prost! Tieren quasi voll rein. So, Online-Anmeldung läuft. Ich muss sagen, an alle, die wirklich dieses Umstellung mitgezogen haben und anscheinend jetzt, weiß nicht, ob noch welche vom Guild Wars noch dabei sind, vom Guild Wars, vom DayZ noch dabei sind bei uns oder ob die jetzt in der Gesamtheit aufgehört haben zu existieren. Ich habe keine Ahnung. Es war teilweise schon ein Kommen und Gehen auf unserem Kanal. Also. Einzig strapazierendes Etwas. Ja, ja, so kann man sagen. Strapazierendes oder strapazierendes. Schrabaninierend. Ja, schrabatetieren. Ach, dieser Ladebildschirm ist wunderschön. Also ich kann ja mal drauf zeigen, da unten, das ist der Ladebildschirm. Wahrscheinlich das davor ist, dann. Der bewegt sich gerade mit einer Affengeschwindigkeit, aber das ist normal, wenn du es spartest. Aber ansparst du genauso schnell, wenn gar noch langsamer, wenn du irgendwas machst. Zieh dich mit dem Haken. Auf ein Dach. Eines Panzers, um ihn zu übernehmen. Okay. Also insgesamt hat es den Realismus gerade immer wieder von. Also der erste war Realismus ärmer. Dann der zweite wollte realistischer werden und jetzt haben sie das wieder mehr über Bord geworfen. Okay. Deswegen merkst du ja schon, kannst du so oft holen, wie du willst. Du kannst so unendlich tief wieder ins Wasser knallen, ohne dass du verreckst. Okay, am zweiten nicht, bist du ja dann aufgefuckt und warst einfach mal tot. Ja. Ja, genau wie die da gerade. Und hinten die lachende Familie. Sieht ihr diese Atem an? Sie werden gleich erschossen. Das ist übrigens ein Macht. Das ist die perfekte Welt. Ja. Gehe Bündnisse ein. Das Hacken einer Flugabwehrstellung kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Ich würde sagen, weiter. Okay. Prima Donna. Rico, Rosa sucht dich. An deiner Stelle würde ich ganz schnell hierher kommen. Rosa. Ist alles in Ordnung? Das ist es doch nie. Jedenfalls will sie dich persönlich sprechen für den Fall, dass jemand zuhört. What the hell? Wie die einfach weiter. Weil wir so chillig, ne? Wow, okay. Okay, für den Jungen. Jetzt Gas geben oder was? Ja, nur wegen der Explosion. Alles andere ist egal. Ich leg mich doch nicht mit einem bewaffneten Mann an. Nein, ich sag nichts. Wow. Ich glaube, ich war nicht schnell genug. Das kommt drauf an, was du vorhattest. Also, genau das hatte ich vor. Naja, ich mag den Ladebildschirm einfach nur so sehr, deswegen. Ich dachte mir, komm, wir gucken uns mal einmal diesen Ladebildschirm an. Ja, na klar. Ich meine, hey. Echt, das ist, vor allen Dingen ist eigentlich trotzdem verhältnismäßig viel passiert dieses Jahr, auch wenn es einem schnell entglitten ist. Hm.
Ja. Wir haben uns weiterentwickelt. War immer weiter zurück. Ja gut, wir haben jetzt die Technik nochmal aufgestockt. Jetzt, wie ihr gesehen habt, der Caption ist von Konsole. Von unserer Konsole. Mit der Ponzo. Aber menschlich gesehen entwickeln wir uns nicht weiter, keine Angst. Höchstens weiter rückwärts und so, keine Ahnung. Irgendwie. Moin, Jungs, schöner Tag, oder? What the hell, können die Dinger explodieren? Ich hoff's doch eigentlich. Ja, das wäre mal richtig geil. Das sieht so aus, oder? Sehr robust, muss ich sagen. Ne? Ja. Psst. Kumpel. Das müsste reichen. Du hast da was an der Schulter. Das ist doch Adi. Guck dir genau an. Komm schon, Rico. Lass das. Er dachte, er wird befördert jetzt gerade. Vor allem, komm schon, Rico. Lass da. Komm, hör doch mal auf mit dem Schlag. Guck mal, wie der sich über den Boden rollt. Yeah. Ey, das ist ein guter Breakdown. Ja, oder? Muss ich schon sagen. Oh, what the fuck. Ich muss besser aufpassen. Ja, das stimmt allerdings. Ich passe lieber besser auf. Komm schon, Rico, lass das! Ja, komm schon, lass das. Hör mal auf mit dem Spaß, ey. Hey, langsam, Rico. Okay. Und der läuft einfach weiter. Ja, ne? Das ist wahrscheinlich, weil es bis zwei sind, oder? Nee, ich glaube, das ist... Oh mein, bist du zu. Why? Ich sammle die jetzt einfach mal auf. Mhm. Würde ich sagen. Ich glaube, da liegt noch einer, ne? Und irgendwo hier vorne liegt ja auch noch einer. Das waren noch vier? Ja, waren noch vier. Ja, ja. Ach ja. Was macht man so mit seinen Freunden an einem Sonntagabend? Sagen wir, fährt eine Runde ausfahren. What the hell? Oh. Ja, das war jetzt nicht so, ne? Ja. Oh, wir sind nur noch zu dritt. Nee. Doch. Doch, wir sind zu dritt. Ist noch einmal. Oh, hier ist eine Kurve. Oh, what the fuck? Aber richtig geil gemacht. Das sind unsere Abonnenten übrigens. Ja, ja. Die hängen an uns. Mhm. Und deswegen gehen wir mit denen so um. Oh, hier geht's ja bergab. Oh, das ist ja scheiße. Das ist ja mies. Oh. Oh, ich glaube, jetzt ist es aber. Oh Mann. Einfach nur Gas geben. Oh nein, nein, no. Ach, ich park jetzt. Ich hab nur eine schöne Aussicht. Oh. Oh, jetzt geht's doch noch weiter. Nein! Freunde? Die haben mein Auto, geklaut, die Schweine. Naja, genießen die Aussicht einfach. Das ist das, was wir schon echt den ersten und dritten ausgemacht. Diese ultimativ geile Weitsicht. Ja. Einfach irgendwo rumstehen und. Springen und. Fein, jetzt bin ich runter. Werden die nochmal zum Abschluss auf den höchsten Punkt gehen können? Der Spielwelt. Als Guide. Für die Leute, die den höchsten Punkt der Spielwelt nicht finden. Ja, ist klar. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar, ey. Oh, ich so, den habe ich schon nicht eingenommen, die Stadt. Ah, die mache ich jetzt nicht nochmal. Wow, ich hab's kommen sehen, ne? Ja, er wollte auch jetzt kommen sehen. Wir müssen jetzt in die Richtung nochmal auf den höchsten Punkt der Spielwelt wollen. Okay, ich würde sagen, das wird jetzt ein Stück dauern, da können wir wieder ein ganzes Stück reden, weil da wird es ein bisschen entspannter. Ist genug rumgedacht. Gleich hängen wir an den Baum. Ja, unser Leben ist gegen Baum gefahren. Ja, auf jeden Fall. Oh, da ist ein Auto gefunkelt, oder? Ja, ne. Und das sei?
Ja. Oh, der Arme. Oh, mit viel Waffen. Zum Glück brauchen wir keine Waffen. Irgendwas hat einen feindlichen Chat von mir zerstört in der Nähe. Warum auch immer. Okay. Ja, das ist nämlich ohne Jetsuit ist nämlich ziemlich gemütlich manchmal jetzt fliegen mit dem. Es ging halt anders im zweiten, aber halt, es ist halt ausgelegt, dass ich den Jetsuit nehmen soll. Den Wingsuit. Den Wingsuit? Jetzt komm! Ich will aber lieber Nuggets! Gibt's nicht! Ich will Nuggets! Was war so das Highlight für dich dieses Jahr so? Das Highlight für mich privat oder was? Das geht die Leute hier gar nichts an. Nein, allgemein. Allgemein, meine Mäßigkeit. Highlight des Jahres. Ja, was war mein Highlight des Jahres? Also. Wir wollen es jetzt nicht selbst loben. Aus der Kleine. Ja, dass er gewachsen ist wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ich meine, sprunghaft. Bei was hatten wir angefangen, als wir wieder eingestiegen sind? Ich glaube bei 18 Abos. Ja. Ja. Das ist mega, glaub, also da ist man dann schon stolz auf sich irgendwo. Ja, und ich hoffe, das geht jetzt ja auf jeden Fall in dem Sinne nicht unbedingt weiter nach oben, muss es nicht. Aber ein bisschen mehr Aktionen wären schön. Ja, ein paar Kommentare oder sowas. Das Kommentare? Schon, das wäre das nächste so, was ich halt gerne erreichen würde. Oh, wir sind doof, weil ich bin irgendwie falsch losgeflogen. Das ist nämlich da hinten. So. Ist auf. Wir sagen, machen wir mal einen Rebellenabwurf da einfach. Und holen uns mal den passendsten Geländewagen, den es gibt halt. Na klar! Wo ich halt ein paar Waffen mitholen können eigentlich. Ja, das ist echt, dass es. Hätte wäre, dass es echt da nächstes Jahr auch hingeht, dass wir ein bisschen mehr Aktionen haben. Und natürlich, dass es auch ein bisschen weiter nicht wächst. Ist aber klar, wer ist gegen Wachstum? Was ist, ich bin gegen Wachstum? Ich bin so. Das bleibt alles, wie es ist! Das bleibt ja alles so, wie es gerade ist! Das ist schon okay, ein bisschen geil, ne? Ja, und Petro. Und das Ding hier. What the hell? Okay. Auf geht's. Ich sag einfach weiter. Schön. Petro rausblenden und dann hier vorne schon springen. Spring. Oh, ging nicht. The fuck? Nein, ich wollte dich da runter. Bitte nicht. Hallo? Okay, ich wollte eigentlich gar nicht hier runter, aber hey. Jetzt sind wir einmal hier. Ich finde das so gut, wie das einfach eine Steine zerstört. Überall raus, selbst mit der Formel. Es ist so. Was ist. Nein! Er ist gebremst. Nein! Und dann nochmal Gas geben. Okay, das kam jetzt gar nicht glaubwürdig. What the hell? Aua, oh aua, 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 aua! Oh mein Gott! Aua, das wollte ich nicht! Why? Ich wollte das nicht! Ich wollte eigentlich nur das hier tun. Retreten. 16 Meter. Weil wieder ganz zugleich ein Gleis ist. Uh-huh. What the? Alter. Oh, da kommt der nächste zu. Oh, wow. Wow. Ich glaube, das geht nicht gut aus, oder? Nee, das könnte. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Wow. Ich glaube, das. Ich verdiene mich mal hier ein bisschen auf das. Ich räume mal ein bisschen die Schiene frei. Okay. Ja, wir wollen ja ein bisschen. Wir wollen ja Medici auch ein bisschen sicherer machen, ne? Ja, hey. Klar. Zwei verunglückte Züge. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür brauche, das jetzt sauber zu kriegen. Also, auf was freuen wir uns? Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Streamen. Oh ja. Das wird ja mal richtig, richtig geil.
Ich habe diese Woche einen kleinen Test hier angehauen. Ja. Gucken, ob's. Aua! Das war nicht sehr intelligent, muss ich sagen. Ja, schon mal vorausgeschaut, wie es denn so läuft, ob es denn läuft. Ich hoffe mal, es kommt nicht der nächste Zugteil wieder an mit dem Stil. Das wäre übelst mies. Im Hallo-Zug? Wow! Ihr werdet natürlich dann auch auf dem Kanal dann informiert werden, wenn wann die Streams halt laufen, wann ja, die gemacht werden. Das wird bei uns sehr variieren wahrscheinlich, weil wir gerade auch beide berufstechnisch sehr gebunden sind und sehr gefordert sind. Aber wir werden das auf jeden Fall hinkriegen, dass wir euch immer mal einen Stream bieten können. Ich würde sagen, das ist fast professionell, wie ich das hier gerade tue, oder? Ja, ja. Schon. Aber dann kommt sowas. wollten wir nicht irgendwas machen? Was wollten wir jetzt tun? Auf den höchsten Punkt. Ja, wollten wir. Genau, wollten wir. Ich würde sagen, Rebellenabwurf. Entschuldigung, Rebellenabwurf. Nee. Flugzeug, würde ich sagen. Ich muss mal einen Thunderstorm-Chat hier. Okay. Der kann da gleich liegen bleiben. Mexikanisch abmunition. Wusch. Oh, super perfekt geparkt. Danke, Jungs. Das Konfetti noch. Ja, super. Ne? Hey, Konfetti! So schön den Power. Das war richtig knapp. Verdammt, ich will jetzt ein bisschen warten und das Ding dann runter. Ah, ist egal, komm. Dann so warum halt nicht im Zug. Was wenn ich sowas irgendwo ganz nett ist eigentlich? Für Leute so, die da irgendwo leben. Was mit dort? Frohes Neues, würde ich sagen, oder? Ja, frohes Neues. Deswegen war das mal was halt das Zeug hier hat. Ja, wir sind ein bisschen. Wir haben die Tour! Ach, stell dir mal vor, ein Gas genommen, das wieder auflegt. Das ist ein bisschen doof gelöst. Du hast zwei. Also, das ist ja die Beschleunigungstaste, gleichzeitig aber auch Taste für Nitro, ne, Schub. Okay. Das ist ja links einlinken und Kreis ist rechts einlinken, aber auch gleichzeitig. Oh, doch nicht mehr Nitro-Schub. Da war es glaube ich ein Bug beim Dampf. Ich hatte es mich auch auf Kreis, dass es beim Flugzeug auf Kreis ging. Ach, ich finde das auf R2 eigentlich auch doof, weil diese typische Beschleunigung, du musst ja trotzdem immer auf dem Gas runter und das Ding weiter beschleunigt. Ja, das ist nicht gut gelöst. Weil sonst, weil es ist ja gleich, wie es runtergeht halt. Das finde ich von dem doof, finde ich nicht ganz gut. Schau, das war ein bisschen laut, oder? Hey, wo ist mein Chat hin? Chat? Da fliegt doch noch, ich sehe noch einen Schatten. Ich sehe den Schatten noch auf jeden Fall. Da ist er. Ja, irgendwo. Da war er doch. Der ist da unten runter. Der ist zum Schatten geworden, zum Schattenherrscher. He became a shadow. He became a shadow, also für alle, die es nicht wussten. Shadowplay, oder was? Ja, also alle, die es nicht wussten, das ist der höchste Punkt Medici. Bist du auch eine Trophäe für. Also genau genommen ist das der höchste Punkt Medici's. Okay, ey, sieht immer hammergeil aus, oder? Nice. Oh, das da ist das Falcon. Da sollten wir nicht hin, weil das kann man. Das muss man erst haben. Wo findet sich der Punkt jetzt auf der Karte? Das braucht sie nicht, weil das ist das hier. Also quasi okay. Genau. Bei Hannah Montana. Genau, Hannah Montana, genau mitten im Nichts ist der. In der Nähe von Falco oder was? Ja, genau. Bei Hannah Montana oder was? Was auch immer ein ganz witziges Ding ist, sind die Dinger hier. Ich mag die. Da gibt es ja diese ganzen Herausforderungen. Können wir mal ein paar Herausforderungen zeigen? Wo wir sind jetzt? Wo schon? Na, war halt ein langes Special. Oh ja, mein Gott. Aga. Mein Gott. Was soll schon passieren? Ach, ich esse. Lecker Zeug. So. Gipfelexplosion. Das ist außerdem ein Guide, wie man hier auf 5 Sterne, also 5 Zahnräder kriegt, wenn man das nicht kriegt. Okay. Also ich hoffe, ich krieg's wieder hin, weil man sieht ja, ich habe schon 5 gehabt. Mein Profi-Tick für diese Dinger ist, die Zeit läuft eh erst, sobald du einsteigst in die Karre. Mhm. Guck dir erstmal genau auf der Karte an, wo ist der Zielpunkt.
Weil das meiste ist wirklich, du machst das meiste durch Zeit mit dem an Punkte. Und sobald du unter eine Geschwindigkeit kommst, ist es immer ein bisschen unterschiedlich in der Karre, geht das halt, geht deine Punkte runter. Siehst du da oben, du startest bei 2500 und die geht dann mit Zeit runter. Mhm. Naja, okay. Meistens ist es wie hier, das ist irreführend, finde ich persönlich ein bisschen, weil wenn du jetzt hier einsteigst, wo würdest du lang pranzen? Stimmt hier gerade noch was Nummer, ne? Ja, eigentlich schon. Ne? Ja, das habe ich mir nämlich ausgesucht, das erste Mal gesagt und habe nur 8000 Punkte gemacht. Aber guck mal, hier ist die Straße okay. Ganz nah und auf der Straße fährst du sehr schnell. Also hier ein bisschen. Oh, das ist schon mal nicht gut gewesen. Nee, das ist kontraproduktiv. Genau, und jetzt einfach gerade runter. Weil du merkst, jetzt gehen nämlich extrem die Punkte runter schon. Wenn du unter die KMH fällst, ist nämlich nicht gut gewesen. Oh, und du merkst jetzt schon, es ist scheiße gelaufen. Ja, Herausforderung neu. Weil du kannst es persönlich auch probieren, gerade runter zu fahren, aber ich finde das persönlich ultra bockenschwer, hier gerade runter zu fahren. Ja. Und du merkst, wie schnell du die Karre verlierst. Gut, ich würde sagen, probieren wir es nochmal und fahren nicht geradeaus, sondern rückwärts. Gut, die Punkte werden jetzt deaktiviert, stimmt, weil du musst erst die Bombe aktivieren. Die wird erst aktiviert, das erste Mal, wenn du über 50 kommst. Ab dann, weil du dann wieder unter 50 kommst, geht es halt arschbombig runter. Genau, hier geht es ein bisschen besser runter. Ja. Also ein bisschen schön. Und dann driften lassen und dann einfach Gas geben. Jetzt bin ich drüber und merkst, ich habe noch arsch viele Punkte übrig. Und bin noch nicht mal da. Also es geht jetzt. Guck mal, 18.000 Punkte brauchst du hier für 5 Dinge. Aber ich bin fast da und habe jetzt das schon fast voll. Und dann einfach raus, hier rein und dann. Sogar ein neuer Highscore gemacht, also gesagt. Nice. Wesentlich einfacher, als wenn du da gerade runterbrannst. Das ist wirklich, das habe ich festgestellt, vielleicht so bei fast allen, dass es das eins gibt, wo ich keine 5 Sterne bis jetzt habe, von denen ich freigeschalten habe. Ja, siehst du hier, siehst du, 6 Weite bräuchte ich für mehr Sprengsätze dann. So schätzt du dann die Mods. Habe ich jetzt X gedrückt, ich Idiot? Habe ich jetzt ernsthaft X gedrückt? Sagen Sie, habe ich jetzt X gedrückt für nochmal? I guess, ja. Warum habe ich das getan? Weil wir Northern Lights sind? Also wir sind Light, wir sind D-Light. Ja, ich kann es euch schon zeigen, was wir immer probiert, hier gerade runter zu bremsen. Das wollen wir im ersten Versuch auch. Da musst du echt langsam fahren und dann merkst du, hier geht es ziemlich beschissen ab, wenn du hier probierst, gerade runter zu kommen. Und dann hier probierst. Oh, fuck. Also da musst du auch echt, na gut, jetzt läuft es ganz gut, aber hier siehst du, jetzt bin ich drunter, jetzt geht die Punkte extrem runter. Ja. Jetzt habe ich den Baum noch vor mir drin hängen. Ja. Und jetzt habe ich auf einen Schlag arschwenig Punkte. Nein, Mann. Why? Ja, weil ich unter die 50 in den roten Bereich gekommen bin, da sieht es das extrem orbitant von deiner Zeit an. Hier raus. Wobei ich muss sagen, es ist sogar ganz gut gelaufen diesmal. Aber siehst du schon nur 4 Zahnräder. Das war wesentlich einfacher. Ja. Weißt du, aber es ist wesentlich schwieriger, das so hinzukriegen. Weil siehst du, ja. Jetzt aber vorsichtig. X weiter. Und ja. 18.000 ist es hier. Ups. Entschuldigung. Weißt du das etwa? Weißt du das? Gibt's halt, gibt's die halt, blau sind halt 5 Dinger, ne? Das sind halt Rennen. Ich habe vieles nicht gemacht. Da bin ich exorbitant gut, das sieht man hier dran, wie viel, na gut, hier bin ich gut gewesen. Ja, man sieht, wie viele Zahnräder ich da abgegriffen habe. Das ist so richtig, ich meine, das habe ich noch gar nicht probiert. Kurvenexplosion, aber das will ich jetzt nicht ausprobieren. Wir haben halt Flug, Basen innerhalb weniger Zeit und wenig viel Punkte wegnehmen, dann ist hier Schießstände natürlich, Wasserrennen. Super Jump-Dinger. Ja, oh ja, und ich will jetzt auf jeden Fall das Ding oben befreien, damit ich sehe, wo alle sind, weil ich möchte unbedingt alle haben. Dafür gibt es das Ding nämlich. Oh, für alle Tolkien-Sprünge. Siehst halt immer dahinter, was es gibt. Den musst du zur Garage bringen, den auch. Okay. Siehst halt immer, was du dafür machen musst. Hier, den zur Garage bringen. Dafür musst du nicht.
eine bestimmte Militärbasis einnehmen. Ist eine Mission. Und alle Raffaello. Wie viele gibt? 73, aber sobald du, wie, ich kann dir das zeigen, sobald du. Du siehst das ja auf der Karte hier, du siehst die ja nicht, aber sobald du eine Region ownst, werden die halt angezeigt. Hm. Mit Fragezeichen oder hier Sprungdingern. Okay. Deswegen. Ja, das läuft ja. Das wird auch ein bisschen schwerer, weil das die Minibasen, das sind leicht einzunehmen, Verhältnis. Hier unten sind auch noch Städte, das geht ratzfatz. Also das ist ja schon viel Arbeit, muss ich sagen. Das ist. Und hier oben ist nichts. Das ist diese. Ach schon, dass diese Insel, diese abgelegene Insel unter zwei cooler, weil dieses Lost-Geheimnis hat ein bisschen Leben und so. Hier ist einfach nur ein Vulkan. Aber wir können ja noch mal hindüsen und mal den Vulkan noch zeigen. Mhm. Und dann da auch mit der Aufnahme beende. Mhm. Psst! Wir nehmen hier. Oh. Ja, genau so würde ich das auch machen, würde ich sagen. Wir sagen mit dem Flugzeug. Flugzeug, das ist noch gesperrt für eine Zeit. Das 20 Minuten, okay. Warte, wo ist das? Bin ich genau? Gut. Ich glaube, das ist. Ich weiß nicht, wo das war. Welche Aufgaben? Ich glaube. Ne, das ist auch nicht. Hier auch nicht. Ich glaube, hier, genau. Ne. Wo war das? Ja, genau. Hier bei Waffen. Also insgesamt brauchst du dafür 13 Zahnräder. Ah ne, für das brauchst du 20. HSV werden beim Rebellen aber auf Deutsch schneller aufgestockt. Alle anderen Waffen werden sofort aufgestockt. Und da gibt es auch die Möglichkeit, sag schon, dass die Zeit komplett entfällt für. Dann kannst du quasi unendlich auf das Zeug hintereinander rufen. Okay. Also dann geht's richtig, dann geht richtig die Luzi ab. Oh, verdammt. Falsch rum gelandet. Mein Freund. Ja, das Problem ist, jetzt habe ich jetzt den Turboschub an und das Vorwärtsfahren ist ja auch hier drauf. Das ist ja. LOL. Ich würde sagen, fliegen wir hier rückwärts ran. Liegt da zufällig noch eine Leiche, die wir mitnehmen können? Nein. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ey! Nehmen wir jetzt Schrott mit. Ja, ich probiere es zumindest. Ob du erschafft? Es kann auch sein, dass es. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Northern Light Games. Northern Light Games. Es war ein Versuch wert. Ja, ey, na klar. Aber ich würde sagen, dann spawn ich jetzt mal oder reise ich schnell zur Militärbasis von uns und hole mir deinen Chat, damit wir noch schnell zum Vulkano kommen und dann sprechen wir dort unsere letzten Worte, dann sind wir um knapp einer Stunde, das ist ja gut, und dann nehmen wir noch mal ein anderes Projekt auf, was wir jetzt noch nicht sagen, weil wir wissen noch nicht, wann es startet. Oder sagen wir es? Abenteuer auf dem Reiterhof. Ja. Ja. Was? Wir spielen das Ganze dann im Hardcore-Modus. Ja, im Hardcore-Modus. Ja, hier. Ich möchte da schnell reisen. Schnellreise. Es wird wärmer. Der Detektor hilft dir beim Suchen von Sammelobjekten. Der Detektor. Ja. Also wenn du das nicht brauchst, kannst du auch so durch die Welt reisen und gucken, wann der Detektor anschlägt und dann halt sagen, oh, da liegt ja was. Da liegt ja ein. Oder liegt ja was. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie du ihn nennen kannst. Also die Raffaello heißt er nicht. Entweder de Ravioli oder de Raffaello. Raffaello. Und Raffioli. Ja, die guten alten Raffaello Bänder. Ja, ja. Das ist nämlich der Aufstieg des Raffaello, Ferrero. Okay. Mhm. Bam, 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 bam. Umbra. Bam, 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 bam. Oh mein nicht Gott. Sandman. Was für eine Anspielung. Was? Erkennst du nicht mehr Umbra? Ich weiß nicht, ob es eine Anspielung ist, weil ich weiß nicht, was es übersetzt heißt. Umbra, Seelenfresser. Logisch. Ich hab das mal gegoogelt. Beziehungsweise hatte ich das in irgendeinem Songtext mal gehört und hab das daraufhin gegoogelt. Ich glaube, ich habe ihn zu. Oh, nee, da liegt er noch. Gut. Ich nehme meinen neuen Freund mit auf eine Reise. Der andere Typ so. Oh! Ich glaube, das Vieh hält uns übelst auf, oder? Echt? What the hell? Das ist ein fucking Düsenjet! Ja, ist ein bisschen komplett.
jetzt den mit der Kamera, die müsste echt auf das mit. Macht ja eigentlich Damage, wenn er dran hat, ja. Wenn er irgendwie was treffen würde. Ich weiß ja nicht, ob der Damage macht. Das wäre cool, da kannst du dir so ein paar Jungs anheben und dann. Übrigens, als ich vorher mal nur zu einer Besichtigung, ne, und hab dann. Okay. Ich wollte hier nur mal fix den Berg erklimmen, bin hier runter, hab den Chat gefunden und bin dann hier drüber geflogen und hab dann hier erstmal voll diese. Einen Griffhorn eingenommen, das lädt es nicht. Das ist so eine Doppelstartbahn für Militärjets vom Raffaello ist. Einfach mit dem Jet drüber geflogen die ganze Zeit hier so. Und was man da unten sieht, das ist der L1. Oh. What the fuck? Ich glaube, wir haben den getroffen mit der Bombe. What the fucking hell? Scheiße! What the? Wir haben unseren Typ mit der Bombe getroffen. Schade! Oh mein Gott, sind wir klasse, ey, wir sind die Besten. Ich weiß nicht, aber passiert uns eigentlich sowas immer? Was, dass die Bobbe vorhin, der hatte Bobbe aus. Ja, warum? Und da pendelt die Junge da. Why? Hey, nein, das ist der Geil, wie man sich selbst mit einer Bombe vom Himmel holt. Das muss man erstmal hinkriegen. Oh mein Gott, why? Ich finde das auch gut. Die Ladeleiste ist voll, aber es lädt irgendwie nicht. Ja, ich lande da hinten. Ach nö, ich bin wieder bei irgendwo. Jetzt aber nochmal. Jetzt ist jetzt wirklich der letzte Versuch. Wenn wir das nicht mehr packen, dann lassen wir. Dann ist es Schicksal. Ey, ich wollte eigentlich mein Dings öffnen. Bam, 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 bam. Vultura. Ey, cool, aber neue Schleuderdistanz. Ein weites Distanz sieht Feind durch die Luft geschleudert. Das ist kein Feind gewesen. Ey, das ist ja voll easy, dann hängst du so einen Typ unten dran. Das ist ganz schön fies, ne? Du fliegst einfach mit dem einfach rum, ne? Das ist eine ganz schöne Sauerei, finde ich. Die Leute denken sich jetzt, ach du Scheiße. Ja, ja, ja. Wie hat er das geschafft? Wie hat er den Film mit mir durch die Luft geschleudert? Vor allem, das war ja nicht mein Feind, ne? Das war ja einer von uns eigentlich nicht. Oder werden sie noch zu fein? Ist das der Plot-Twist? Nein. Der Mond. Der Mond. Nee. Der Mond ist tot. Ja, nee, so einfach ist es, aber dafür ist es zu eine einfache Action-Story in Just Cause. Es ist einfach nur so ein typischer. Wow! Wow! Oh Gott, nein! Why? Aua! Why? Oh. Ich glaube, der Baum hat es auch nicht überlebt, oder? Ja, der Baum hat sich überlebt. Ich hab ihn nur gehasst, das Leben. Rico, wir haben erfahren, dass in deiner Nähe ein Truck mit gefangenen Rebellen unterwegs ist. Interessiert keine Sau. Nö. Hab grad zu tun. Dam 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 dam. Imitiert der Unbeschreit. Fleißige Ass. Dam 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 dam. Und dann kracht er mit irgendwas ab. Willst du jetzt diesen Hurricane hier nehmen oder was? Und los geht's. Diesen keine Ahnung, Eurofighter oder was? Ich will noch ein Geschenk hinterlassen. Ah, okay. Verstehst du? Geschenk hinterlassen. Finde ich gut. Bam 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 bam. Mr. Sandman. Bring mir Adrien. Was ist mit ihr eigentlich? Was macht die? Ich glaube, die hat Angst gehabt, dass wir. Also okay. Bringen. Ich dachte, die wollen mit dem Ding jetzt starten oder so. Ja, nee, diesmal nehmen wir keinen mit. Falls wir doch mal eine Bombe ausklicken aus Versehen. Jetzt rammen wir gleich irgendwas und. Ja. Jetzt. Press! Ah! Ich kann es nicht starten. No man! Fuck. What the fuck? Ah, schade. Ja dann. Oh, das sollten vielleicht, weil ich drehe mich zu dem Punkt und da. So. Oh! Oh nein, bitte nicht. Wir müssen das jetzt schaffen. Boah, das ist so schon Obst, ey. Ja, wegen was sind die Obst? So, ich bin auf. Ach, der hat ja eh keinen. Schon sage ich, muss mal vom Gas. Das gibt es dort, das schmeckt die ganze Zeit. Nein, das wird nicht schmecken. Ja. Ich weiß ja, ob die starten können halt. Im Gedenken starten und die dann nochmal aussteigen. Na. Ich wollte eigentlich. Oh, okay. Ich wollte nur auf die Echsenposition eigentlich. Diese. Ja, hat doch gut geklappt. Ja, hat gut geklappt. What? Ich wollte sagen, dum 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 dum. Also ein Versuch gemacht. Turn it down for what? Also. Ein Versuch kann man jetzt wirklich. Ich wollte eigentlich draufsteigen, die Dinger aktivieren. Oh nein, das Spiel wollte es wieder nicht. Es kotzt mich an. Okay.
Mit R3 schaltest du das automatische Zielen aus und schaust selbst durch das Ziel. Ich bin echt so doof. Weißt du, wie wir uns Zeit sparen, wenn wir einfach gucken, ob wir ein Schnellreiseziel dort haben und holen uns dort irgendeinen Helikopter oder sowas. Weil wir fliegen, vor allen Dingen, das ist fast der rechteste Punkt auf der Karte und wir wollen einfach mal zu dem linksten Punkt auf der Karte fliegen. Das ist, du musst es ausgehen, das ist hier. Und wir wollen einfach mal nach hier. Obwohl wir einfach gucken können, hier müsste was sein, oder? Ja. Würde ich sagen, gehen wir hier direkt hier hin. Oh, wie dumm. Ja. Probieren wir es einfach von da aus. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was wir hätten machen können. Dam, 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 dam. Ultra langes Special, das keinen Sinn mehr ergibt und auch überhaupt nichts mit Silvester zu tun hat, aber egal. ich weiß gar nicht, was letztes Jahr der Stand war, als wir. Weil, müssten wir mal in die Folge gucken. Oh, nee, geht gerade nebenbei nicht. Meinst du von den Views her oder was? Nein, wie Abos, wie Abozahl da war, als letztes Silvester-Special. Da waren es halt keine 18 mehr, da waren wir ja schon. Obwohl wir hier schon besser geworden sind. Waren wir da nicht bei 25? I don't know. Ja, so als wären wir bei 25 gewesen. Kann sein, ich irre mich, aber bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir bei 25 circa waren. Okay. Brüste stemmen. Brüste stemmen. Wir sagen, wir drehen hier einfach mal über den Gebirge. Einfach mal. Weil das sind trotzdem, ich weiß nicht. Hey, geh mal auf die Action-Pose. Was? Ja, ne. Gibt's hier keine Action? Es gibt gar keine Action. Wappa, Bock. Das ist schlecht. Ja, ne? Echt nicht? Steigen, sinken. Zurückschauen. Es gibt auch kein Aussteigen, ne? Offiziell. Egal. Vor allem ist trotzdem von hier noch gute 16 Kilometer gewesen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel weit das da hinten war. Eigentlich müsste das rein theoretisch näher sein. Ja, natürlich. Aber gut, wobei auch nicht so viel näher. Ich hätte hier oben was haben müssen schon. Ja, das wäre optimal gewesen. Aber hey, Vorbereitung gehört nicht zu einer Stärke. Guck mal, da ist eine schöne Stadt. Ach, ist das ein schönes Urlaubsresort, oder? Ist das ein Urlaubsresort, oder was? Ja. Du meinst, das war ein Urlaubsresort. Ich glaube, das ist jetzt eine Militärbasis. Lol. Okay, also kann man das auch machen. Ups. Feindaktivität. So. Wir sind beschädigt worden. Jetzt sind wir beschädigt worden, jetzt sollten wir keine großen Dinger mehr eingehen. Ja, das Problem ist. Das haben wir jetzt auch nicht unsere Absicht, aber irgendwas passiert dann immer. Wir haben ihn verloren. Zurück auf eure Posten. Nein, wir haben ihn verloren. Gott, ich hoffe, ich gehe jetzt nicht wieder drauf. Sondern haben wir heute noch gar nicht an den Vulkan. Das ist so gut schön hier unten eigentlich. Ja, das, also ich muss jetzt am Tür, das sieht schon ganz geil aus. Ich finde es ein bisschen traurig, dass hier halt auf der Rückseite, man kann ja ganz zeigen, hier sind die letzten Städte und hier oben gibt es quasi keine Städte mehr. Hier oben, du siehst ja auch, okay. Da oben gibt es so ein paar Basen und das war's. Halt irgendwie hoch. Da hätte man auch ein paar Städte noch hinbauen und so. Aber vor allen Dingen, weil die unten echt hoch. Man sollte vielleicht den Vergleich zeigen, wie viele Städte hier unten gibt, wenn man ranzoomt hier. Ist ja quasi alles vollgeschissen mit Dörfern. Ja gut, hier unten ist halt alles dicht aneinander. Das da unten ist eh der Krampf gewesen, weil alles unterhöhlt, überhöhlt, unterdingst und. Ja geil. Man nennt ihn Captain. Ist der Captain? Ich glaube, ich habe gerade irgendein Boot um zur Ballern gegeben. Professionelles Gameplay. Gibt's nicht bei uns. Finden Sie woanders. Boah. Mit Epilepsie-Warnung.
What the fuck, man? Wird einem schlecht, oder? Mann. Wo ist oben? Wo ist unten? Ich glaube, wir sterben gleich, wenn wir so weiter. Also ich glaube, das sieht aus so ein Schießen zu oben mehr, wenn es so durch. Ja. Aber insgesamt fand ich halt. Ich weiß nicht, ich habe auch schon ein bisschen hier rumgeguckt, aber habe nicht so wirklich entdeckt, was auf dem Vulkan halt. Irgendwie gab es halt auf der Halbinsel in der Basis mit dem Lost Monster halt und die Lost Basis und so ein kleines Ding halt irgendwie mit einem zweiten Teil mehr. Anders hat es nicht so. Irgendwo. Ups. Ich bin ja am Rapture, genau. Du hast recht. Ich wollte nicht mehr tauchen gehen. Ja, ja, Mann. Hier, da ist. Ist da was? Hier ist ein Bäume. Sind die jetzt auch drüben an Bomben in den Vulkankrater werden? Ja klar. Oh. So, dann ist immer ein Vulkan halt, ne? Ich will so nicht mehr leben. Nicht gut. Gar nicht gut. Das ist klar, man kann drüber laufen, ne? Ja, das ist ein richtiger Action, der kann halt über Lava laufen, ne? Ja, na klar. Chuck Norris ist ein Witz dagegen. Ja, ist er auch. So, und hier ist halt dann das Ding runtergebrochen irgendwann, weil es noch so ein bisschen sieht das halt jetzt komplett ausgebrochen. Schade, das wäre cool gewesen, wenn er noch komplett voll wäre oder so. Aber ich glaube, das ist. Obwohl, gerade das finde ich eigentlich. Ist, glaube ich, eine Anspielung auf Pompeji oder so, würde ich persönlich sagen, weil unten gibt es ja dann noch hier. Ah ja, gut, ja, das könnte natürlich sein. Weil du hast ja diese Stadt, die hier war, na gut, hast viele solche antike Städte, die hier waren. Ja. Die dann hier okay. Und man sieht es halt hier komplett über Dings. Da ist ein toter Baum. Ein toter Baum. Ein toter Baum. Wow. Wow. Stiefelman, Stiefelman, tut was immer ein Stiefelman tut. Was tut er denn? Oh, keine Ahnung, Stiefeln. Und das ist dann hier das letzte bisschen von der Stadt, die so im Wasser versunken. Da ist das Amphitheater. Das ist eine Mauer halt. Eine antike Stadt aus Dettle. Oh. Dem ist zum Städtle hinaus. Man kann ja noch mal kurz rüberfliegen, ob hier irgendwas noch Interessantes auftaucht, was man noch kurz. Städtle hinaus. Ob wir vielleicht zufällig irgendein super Easter Egg finden, aber ich glaube nicht, dass wir hier noch was finden. Oh mein Gott! Ich mach lieber das Angst. Hier ist noch ein Stein. Wow! Geil! Das ist ja noch eine Basis, geil. Das ist mal ein fieser Felsen. Mhm. Wo war ich hier hinten noch nie? Nicht doof? Sollen wir da nochmal was zeigen? Ich würde gerne wissen, was da oben ist, aber ich glaube, das ist noch eine antike Festung noch aus der Vergangenheit. Ist, glaube ich, nicht mehr bemannt. Bemannt? Mann gegen Mann oder was? Ja, ja, ja. Na komm. Ich würde mal sagen, wir machen das Ding hier auf und dann klettern wir noch da fix nach oben und dann. So klettert man übrigens den ganzen Berg nach oben, weil es mal keinen Chat hat, um zum höchsten Punkt des Spielwelt zu kommen. Also. Okay. Ah! Ja, keine Angst, hab doch keine Angst, Schnuckelblitze. Was? Wir werden drauf gehen. Warum wir? Ich sehe es jetzt schon. Warum? Genau. Erinnert mich irgendwie an Einsamkeit. Ja, 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 habe ich mir auch zuerst gedacht. Weiß ich schon, ja. Hallo? Oh, oh mein Gott! Ja, ist nur so eine antike Festung, da ist nicht viel drauf. Okay. Was ist das für ein mieser Felsen da hinten noch? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist noch ein richtiges Wingsuit-Paradies soll das hier sein. Mhm. Wahrscheinlich.
Ja, ich meine, gut, diese Rekorde kannst du hier gut voll machen. Und du siehst, wie hoch du hier kannst und wie weit du auch wirklich kommst. Hm. Muss halt erstmal herkommen. Mr. Rico flies like a nest. Und dann segelt er voll in den Nadelwald rein. Nee, ist ja Laubwald, Entschuldigung. Ich habe mich getäuscht. Aber es noch ohne Zwischenlandung bis nach hinten schaffen. Nö. Ich glaube, der längste Wingsuit-Flug wird das eh nicht für werden. Ich bin gerade offline. Ja, das war's nämlich schon. Nein! Ah! Fuck! Noch lebt er aber. What the fuck? Hey! Aber mit 312 Metern übelst zwei Tractor-mäßig gekommen. Das war gar nicht der Plan eigentlich. Doch, es war der Plan. Ich wollte noch einen neuen Rektor-Rekord brechen. Ja, na klar. Na, ja. Wingsuit-Flug mache ich eh nicht voll, weil da hat irgendjemand schon, ich glaube, 14 oder 17 Minuten gemacht mit dem Ding. Boah. Da musst du ewig lange hier gleiten. Ich glaube, da fliegst du halt ewig lange um den großen Berg rum, da geht das auch. Oder hier halt ewig lange rumfliegen. Mhm. Ich würde gerne wissen, ob da oben was ist auf dem Berg, also auf diesem Hügel dort, weil da ist ein Baum. Ein Baum steht da ja. So verlassen und allein. Noch irgendwas zu sagen? Also ich meine... Was für Projekte haben dir dieses Jahr am meisten Spaß gemacht? Welche Projekte? Ja, der Sie ist ja, also noch, der Sie war trotzdem noch ein Projekt dieses Jahres. Ja, also anfangs war es wirklich so, dass ich das, der Sie jetzt wirklich extrem gefeiert habe, aber ja... Ich muss sagen, aber dank trotzdem DLC haben wir echt erstmal eine Erstzuschauerschaft aufgebaut. Ich weiß nicht, wie viele von denen noch da sind oder ob die sich einfach damit abgefunden haben, dass wir jetzt natürlich, sagen wir es mal so, jetzt mehr RPG oder Blödsinn machen. Also Blödsinn haben wir ja schon immer gemacht eigentlich, das ist ja nichts Neues. Nö, ja, das ist klar. Und dann würde ich natürlich auf jeden Fall sagen, Guild Wars, ja. Ja. Das macht schon richtig Spaß. Mhm. Lässt sich auch mega geil aufnehmen. Ja. Also. Oh, wenn wir es mal wieder aufnehmen müssen, weil es kam jetzt schon ein ganzes Stück nicht mehr. Mhm. Wir wollen aber noch wahrscheinlich Heart of Thrones dann machen mit einem 80er Charge und dann nebenher dann quasi für den Fall los. Genau, finde ich am sinnvollsten. I'm the king of the world and I'm fleeing against it thing. Und ich meine, wenn ihr das hier seht, habt ihr wahrscheinlich schon das Weihnachts-Event gesehen. Hoffe ich, dass wir dazu kommen, das aufzunehmen. Ja. Wow. Ja, hat sich doch gelohnt, herzukommen. Ja, gut für den Ausblick, ja, schon eigentlich. Ja, aber sonst ist ja nichts. Ich hätte immer gewünscht, dass hier noch irgendwas ist. Irgendwie so ein geheimes Grab oder so eine Anspielung auf irgendwas. Ich würde sagen, als nächstes fliegen wir in die Richtung, gucken, was da kommt. Mega Schlag in die Fresse. Mr. Rico. Fliegen Sie sauf. Bom, fing, fing, fong. Ha, fing, fing, fong. Hi. Dam, 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 dam. Ich würde sagen, wir machen das, was wir am besten können. Zum Abschied. Sterben. Oh! Das sind unsere Erwartungen für 2016. Das sind wir. Ja, hoch hinaus, weil fliegt auf die Fresse. Und überlebt. Ernsthaft jetzt? Hm. Hey, das ist ein Muschel. Was er alles überlebte. Hm. Was er halt alles überlebt, ne? Das werde ich nicht überleben. Und so wird er auf ewig unten im Kreis der Gras hängen bleiben. Als Legende von Medici. Auf jeden Fall. Also quasi, das ist unser Ende. Wir haben hohe Erwartungen, knallen volles Produkt dagegen, knallen übel weit runter und da saufen dann in unserem eigenen Elend. Ja, ja. Ersticken dann immer war. Ersticken dann unserer eigenen Galle. Also so wie es immer war, genau. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier schon mal.
Ja, auf ein weiteres erfolgreiches Jahr. Ja, das ist übrigens hey. Viel Spaß bei den Videos. Bleibt uns ja, treu. Ja, warte mal, ich will doch noch fummeln. Wir lassen diese Lady Trey. Lass es krachen, Rico. Lass es krachen, Rico. Was ist mit ihr denn? Hallo? Er bestückt sie mit Bomben, ja. Lass es krachen. Tschüss. Ich glaube, die ist eh schon tot. So wie die hier rumgeschleudert wird, oder? I don't know. Aber jetzt definitiv, ja. Oh. What the? Wie geil! Sorry Leute, das wollte ich nie. Ja, wollen nicht, aber man nimmt es halt in Kauf so, ne? Das ist der wahre General. Einfach nur so. Das war halt das. Ich finde, das hat sich auch. Oh, Kartons. Ich hasse Kartons. Vor allem, das kracht übelst laut und macht einen fast. Oh mein Gott, hier war doch noch jemand. Ja. Aua. Was war das denn? Feuer, ne? Oder? Ey! Geschütz? Ich hasse Geschütze, die sich nicht gegen, die sich gegen mich auflehnen. Na, eins haben wir noch übrig, da würde ich sagen, stellen wir uns hier oben ins Burning Center. Also so haben sich unsere Opfer gefühlt. Ich habe so... Rico! Und dann haben sie den Ladebildschirm gekriegt und sind einfach respawned. Die Elende. Warum respawnen die Dinge so schnell? Ja, Leute, wie gesagt, weiterhin viel Spaß, schaltet ein, bleibt uns treu. Und ja, von das, mir. Was passiert das, das passiert das nämlich schon mit Cheats. Ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Haut rein. Hey, krieg ich ein Autogramm? Oder einen Tandemsprung? Tschüss! Herzliches und glückliches neues Jahr! Vor allem, wie er es überlebt hat. Hey, pst! Ich mach nichts. Ich stehe mich nur hinter diesem Container. Lebt er noch? Ja, der lebt noch. Ich würde sagen, ich mache das, was jeder gute Mann noch tut am Ende eines Abenteuers. Auftauchen eigentlich. Die hängt ganz chillig ab, oder? Oh, wo sind die? Halt! Geht er schon unter? Seid oder? Harald? Oh mein Gott, wie schnell sinkt Harald? Ich tauche. Nein, Harald! Harald! Glaubst du, ich erreiche den Boden, bevor ich ersticke? Glaubst du, es gibt hier einen Boden? Da ist irgendwas. Da ist was. Was ist da? Was ist das? Ich sehe nichts mehr, leider. Wir werden so nie rausfinden. War wahrscheinlich nur ein Glitch in der Matrix. Und wir sagen dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Jahr. Und bleibt uns treu. Sonst kommen wir euch besuchen, wenn wir haben. Ihr habt gesehen, was wir mit Menschen tun.
Okay, ich lass das. Oh, tut mir leid, Bruder. Das mache ich auch oft, dass ich einen Kopfschuss verpasse. Wir sind bei dir, Rico. Oh, hier lebt noch die dumme Kuh. Oh Mann, das muss ich jetzt noch rausprobieren. Ganz kurz. What the fuck? What the fuck? Aber das war doch mal witzig. Weil wir die doch... Oh mein Gott. Ich glaube, das sollte man eher auf einer freien Fläche machen. Warte mal, kann ich die Dinger zufällig hier runterziehen? Oh ja, kann ich. Dann würde ich die mal wegziehen. Also ich wollte die nicht. Fehlt uns ein Mann. Warum? Wir haben doch zwei. Ich mach's nochmal ein bisschen kürzer, Titel. Du kommst auf. Oh, es sind doch vier. Ja, okay, gut, dann kriegen wir's voll. Dann kriegen wir's voll, das ist so abartig pervers. Vor allem wollten wir nicht die Folge langsam beenden. Ja, gut, das müssen wir aber jetzt wirklich mal noch machen. Okay, die kommen hier hinten dran, würde ich sagen. Du kommst an den letzten Propeller noch. Oh, du bist an dem falschen. Du hast dich befreit, Freund. Das mag ich überhaupt nicht, wenn sich Leute befreien aus meinem Griff. Ey! Hoch mit dir. Aber ich glaube, ich fliege jetzt lieber los, bevor sie alle abkauen. Hat lange gedauert. Ich glaube, das war das Problem, dass der da hinten dran hing. Ich glaube, das war das Problem. Ich probiere es mal mit einem 2 mit längeren Seil. Das ist schön. Wuppdi 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 wuppdi. Was war das denn? Du siehst doch nett aus. Und du auch noch. Oh, ich habe mich getroffen. Bin ich doof? Wollte ich nicht weniger probieren erstmal? Ja, ich glaube, das liegt irgendwie an den Seilen, oder? Oder weil die Leichen gegen den Heli datchen, das ist damaged. Ich weiß es nicht. Das kann auch sein. Dum, 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 ja, dum, oder? Dum, dum, oder? Nö. Ach, die knallen hinten gegen. Ja, 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 genau das. Genau das. Und jetzt... Also mit länger... Einfach, du müssen die weiter in der Mitte hängen einfach. Also weiter in den Schwerpunkt hängen. Ja. Oder halt wirklich länger. Es ist schon fast eine halbe Stunde. Jetzt machen wir weiter. Wir machen nur weiter. Irgendwann. Kannst du den nicht oben auf die Dinger draufstellen hier? Ja, genau, auf die Container hätte ich es gestellt, die dann dran gehängt. Dass du längeres Seil hast, dass die unten drunter hängen. Das wäre doch eine Idee, oder? Das könnte doch klappen. Ich will sie mal hier probieren. Ja, die ditcht doch hier an dem Fahrerhaus. Wir probieren es mal Fahrerhaus. Wir probieren es mal mit einem aus, wir merken es jetzt. What? Ja. Okay, okay. Weiß. Alles klar. What the fuck? Dann. Was bist du? Die roten Fässer. Rote Fässer sind immer gut. Was ist die da? Ah, ja. Also da steht ja keiner. Auch da steht doch noch jemand. Oh nein! What? Okay. Ich hab schon gerade Angst gehabt. Rote Fässer müssen. Ich hab gehört, die sind schwul. Also, die lieben sich. Ach komm, die sind nicht so. Die haben immer Bock auf die Dreier. Menschengulasch. Die werden mit den Armen noch wackelte. Ja. Why, man? Why?
Verdammt, ich mach das nochmal hier. Okay. Nein. Ich wollte mal diesmal probieren, was du gesagt hast mit einem längeren Seil. Ja. Aber wie die draufstelle auf. Weiß ich nicht, Helikopter da draufstellen. Wir müssen es ausprobieren, wir müssen es ausprobieren, ob es was bringt. Mit dem langen Seil, ob das mit einem langen Seil funktioniert. Da machen wir lieber mal nur einen dran, würde ich sagen. Dann, vor allem, das geht wirklich fast nicht. Ja, wobei, warte mal, aber du musst ganz außen dran, ne? Dass das Seil dich nicht teilt hinten. Ich hoffe, das geht überhaupt. Das ist eine gute Frage. Das könnte schwierig werden, ne? What the fuck? Ich würde sagen, wir melden damit hier auch dabei. Oder ich mache einfach so, probiere so mit einem langen Seil und nehme mal den, der am weitesten wegsteht einfach. Als letzten Versuch. Der steht am weitesten weg. Ich glaube, das bist leider du, mein Freund. Habe ich den? Nö. Oh, Entschuldigung. Ich hab dich. Ich hab dich lieb. Du hast mich lieb. Ah ne, ich glaube, der reißt ja erst hinten Arsch weg. Oder? What the fuck, ist der abgegangen? Ja, der ist abgegangen. Der Arsch hat sich gelöst, ey. Oder wir brauchen vielleicht einen von unten. It's not okay. Oh, den habe ich leider erwischt. Ich wollte den nicht erwischen. Entschuldigung. Ey, du Kumpel! Das Ding dreht sich noch. Das ist ja, du musst doch, das Problem ist, du musst recht weit außen versuchen. Okay. What the fuck, man? What? Frage ich, was ich einfach da abstoßen, damit bis jetzt. Oh, das ist ja so geil, was er einfach dafür Spaß hat mit diesem Kackhaken. Verdammt, ich mag ihn nicht mehr. Glaubst du, wir kommen los, wenn ich da Container dranhängst? Glaubst du, das funktioniert? Wenn ich Container dranhänge? Ja, wenn du so unten dran machst, klar. Hey, Rico! Ja, was ist denn? Guck nicht so. Ich probier was aus. Oder du machst den Container als Gegenballast. Da kommt er, der König der Welt. Ja, genau. Dann hätte ich, glaube ich, zuerst die Leute dranhängen müssen an den Container. Ja, I guess, ja. Das wird wahrscheinlich wir besser. Probieren's wir probieren es erst mal aus. Komm! Okay. Hoch mit dir! Oh. Sind Leute auch noch dran? Nein! Oh nein! Den zweiten kriegt man nicht hoch, der zweite ist zu hoch. Oh. Oh. Komm hoch mit dir! Der zweite ist zu schwer, der zweite den kriegt man nicht hoch. Es reicht ja einer. Englisch. Oh. Oh Gott. Okay, ich steig aus, ich hab keinen Bock mehr. Oh, mein Gott, hast du ein Glück gehabt. Oh mein Gott, guck mal, er hält sich noch gerade so fest. Er hält sich doch gerade so fest. Gut gesagt. Ach, da ist wieder das Ding gewesen. Ach, das sind Teile, die hier unten rumschwimmen dann. Oh, ich stelle mir so Koffer mit so einem Container und ein paar Leuten dran. Ja. Na, jetzt könnte auch interessant. Jetzt haben wir leider keinen Helikopter mehr. Jetzt haben wir keinen mehr. Und das heißt, wir müssen sterben. Ja, müssen wir. Leider sterben. Aber es ist ja kein Problem zu sterben in dem Spiel. Nein. Pass mal auf. Jetzt überlebt er voll. Wie will er das überleben? Wie will er das überleben, wenn er die Dicker runterknackt kommt? Das wird das sein. Also, wir können Vieren können wir dranhängen. Viere können wir an den Container hängen. Was denn? Viere können wir an den Container hängen? Das ist so sadistisch und krank einfach nur. Warum? Verdammt, du Arschloch. Wir müssen erstmal alle Verbindungen aufmachen. Oh, sie ist schon befreit. Entschuldigung. Dich
daran. Ey, guck mal her, Junge. Ich liebe dich. Du auch noch? Ey, du willst kommen mit? Okay, Snake, verschnell, du kommst mit. Und herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Oh! Du hast gewonnen. Das war jetzt richtig mies. Warum war das mies? Das war doch die Wahrheit. Das war die Wahrheit, muss ich sagen. Die haben einen Rundflug mit Trikot Airlines gewonnen. Jetzt bin ich gespannt auf die Scheiße, ey. Dumm. Dumm. Ja gut, fliegen tut's nicht, ne? Aber es ist ein schönes Bild. Ja. Oh, einen haben wir verloren. Schade. Wollen wir eine Seebestellung machen für unsere Freunde? Na klar. Für Tschüss. Unsere guten Freunde. Die liegen alle oben. Ja, stimmt. Nein! Das ist ja unser guter Freund, der Container. Was eigentlich logisch ist, wenn wir die Verbindungen lösen, dass sie oben liegen, aber wir sind großes Idioten. Ja. Ja, würde ich sagen, wir sind jetzt halt wirklich bei dem Atom-Projekt und der Atom-Special wieder. Wir haben uns doch ein bisschen hinreißen lassen. Ja, aber wenn man sowas findet, dann muss man das einfach machen. Ja, Cheerio. What the fuck?